Hallo und herzlich willkommen zum neuen Messer-Review. Heute Midgards-Messer, das Dvalin Little Tank. Oh, meins. Ja, und das hier ist eine Special Edition für Dirk Wanger Messer und Co. Meins und Messer und Co. Meins und Messer und Co. Okay, ich würde sagen, wir gehen downtown. Tabletop, gucken wir uns den Schnuggi an und dann hören wir weiter. Nein, doch. So, willkommen im Tabletop-Land. Ja? Vom Dirk Hofmeister geliehen, ja? Das Dvalin mit Tanto. Vom Dirk Wanger, Messer und Co. geliehen, das Dvalin mit blauen Titan-Griffschalen. Ja, auch die Schrauben sind blau anodisiert. Und das ist meine Version. Ja. Das ist meins. Meins ist auch ein Feins. Nehmen wir mal gerade über die Maße. Oh, das ist mir das Gewicht. ...162,4. Wanger Version 161,3. Und die Premium Version 161,8. Ja. Alles in allem muss gesagt sein, der Korpus hier, also Griffbeschalung etc. und Rücken, Feder und ist alles Titan, ne? Titan, hm? Wie der Dieter ist der Pop-Titan und ich bin der, ne, der Dirk Hofmeister ist der Knife-Titan, ne? wir haben bei den Standardmodellen, ne, das sind hier die zwei, haben wir CPM D2 verbaut. Bei der Dirk Wanger Messer & Co. Edition, neben den blau anodisierten Titan, haben wir CPM 3V. Na, CPM S3V. Ja? Der Stahl, der kann ganz locker mal so auf 63 bis 64 Rockwell gehärtet werden. Hat eine enorm lange Standzeit. Was bedeutet, dass der ewig lang nicht geschliffen werden oder geschärft werden muss, ja, neigt trotz dieser hohen Härte nicht zum Rollen oder Chippen. Ja. Rollen sowieso nicht. Ab so einer Härte würde man eher zum Chippen übergehen, aber selbst dieser Stahl, den kriegst du nicht gechippt. Ich weiß nicht warum. Ja, also da gibt es keine Ausbrüche. Das ist das, was ich damit sagen will. Ja, also ihr habt an dieser Schärfe eine ewig lange Freude dran. Ja. Wenn ich ab und zu mal übers Leder zieht oder so, braucht das gar nicht schärfen. Ja, es ist einfach, es hat eine lange Standzeit, man muss das so sagen. Ne? Auch hier der TI-Clip, ne? Titan-Clip. Ist alles super Sahne verarbeitet. Ja, also da ist beim Dirk das erste Messer genauso geil gebaut wie das letzte Messer. Ja. Hey, Kumpel, oh hier. Der fühlt sich auch wohl bei Midgards. Willkommen bei Midgard Messer. Willkommen in der Midgards Family. Aber jetzt musst du leider gehen, Kollege. Puh, jawohl. Ja. Blutrille. Schleifkerbe. Lanyard Hole. Das einzige, wo ich sagen muss, dass es nicht gegeben ist, ist, dass der Taschenclip. Der Pocket Clip, der ist nicht umsetzbar. Der ist bei keinem der Modelle umsetzbar. Aber ich glaube auch nicht, dass man das wirklich so in der Tasche mit sich tragen möchte. Also beult er mir schon ein bisschen die Buchse aus. Ne? Das ist halt wirklich was für Liebhaber. Dennoch nicht unbrauchbar. Ne? Gehen wir mal ganz kurz über die Daten. Eine Gesamtlänge von 16,4 cm, ja.
Schneidenlänge von. Gussfraber. Bei meiner Version eine Schneidenlänge von 7,5 cm. Bei den Tanto-Versionen. Ne, hier oben. Ne, hier weggelegt. Hier 3 cm und da 5 cm. Ja, 3 und 5 ergibt 8. Ja, unfair. Mehr Schneide bei Tanto. Die Sonne tut jetzt gerade ihr Übriges. Die mag wohl Hofmeister, die Hofmeisterei. Wahnsinn. Ja. Also das mit dem Blau ist schon wirklich was Besonderes. Das sieht besonders edel aus, finde ich. Bei dem hier muss man so sagen, ne, also bei der normalen Edition, die ist auf 200 reduziert. Ich glaube, die Sonderedition auf 100, da waren es 150. Ja, die ist dann signiert. Ja. Meins hat, also das mit dem Tanto ist auf 200 begrenzt. Meins hat eine Begrenzung auf, also mit der Droppoint 250. Ja. 250. Ich habe Nummer 52 von 250. Das hier ist signiert. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist die Hofmeister Signature Series. Aber ab der neuen Serie werden wohl alle Messer von ihm signiert. Das war, was ich sehr cool finde. Okay, da steht CPM 3V. Seht ihr es? Da. Und dann ist Nummer 3 von 10. Ja? Davon gibt es nur 10 Stück. Und das zum gleichen Preis wie die zwei Kameraden hier. Ich meine, das ist schon, wer das nicht kauft. Ich bin echt am Überlegen. Soll ich nicht? Na, ich würde ja gern, aber ich will euch die Chance auf so ein geiles Teil nicht nehmen. Ne? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ja, die Klingenstärke von Zero 5,8 mm und eine Klingenhöhe von 28,3 und eine Klingenstärke vor der Phase von 0,7. 0,7, denkt ihr? Oder mal, ich guck mal gerade bei meiner, vielleicht hat sich da was getan, aber ich glaube nicht. Und jetzt bin ich in die Phase abgerutscht. 0,7. Wer jetzt sagt, mit 0,7 bei einem Saber Grind, einem hochgezogenen, also bis zu 2/3 hochgezogenen Flachschliff, kannst du doch nicht wirklich anständig schneiden. Das hatte ich schon mit anderen Messern bewiesen vom Dirk. Ja. Das geht sehr wohl. Ja. Wir kriegen hier auch Korkenzieherlöckchen raus. Ja. Seht ihr das? Der Wahnsinn hat einen Namen und der ist Hofmeister. Nochmal ganz kurz zu Dirk Hofmeister. Ich kenne den Dirk seit einer der Schafheimer Börsen. Ich glaube, das war eine der ersten Schafheimer Börsen, wo ich mit dabei war. Da haben einige Leute damals gesagt, das ist ein Scharlatan, der kann nichts. Das ist alles nur Schnickschnack und Schnuck, was der macht. Und ich sage euch was, als ich den das erste Mal gesehen habe und
mit ihm gesprochen habe über Messer, habe ich genau gewusst, der Typ hat es auf dem Kasten. Da hat er noch, glaube ich, noch keine Messer gebaut, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Und war noch mit seinem 3D-Drucker unterwegs, um Griffschalen und sowas herzustellen oder Scheiden und sowas. Ich habe das Potenzial bei dem Mann echt gerochen. Und habe zu ihm gesagt, egal was die Leute sagen, weil das hat ihn schon deprimiert. Ich meine, wenn du so viel Herzblut in so ein Projekt wie Midgards Messer reinlegst und die Leute nehmen dich nicht ernst oder halten dich für einen Scharlatan und das tut einem schon weh. Ne? Also ich meine, da kann jeder sagen, ach, schnick, schnack, bei mir doch nicht. Doch. Also ich glaube, ich wäre schon ziemlich zu Tode verletzt, wenn jemand mir sowas antun würde. Ja, ich hole mal hier den Kameraden mit dazu. Ja, und würde sagen, ah, du kannst nichts. Und guck mal her, was der für Dinger baut. Hier für Oschis, das ist der Valhalla Locking Knife Folder. Ja. Noch der Prototyp. Und da sehe ich nur, was das für eine Qualität hat. Als Prototyp. So eine Wahnsinn. Ja? Das nochmal so nebenbei mal gezeigt. Ja? Aber das Review über das Valhalla Folder kommt noch. Ich sage wirklich, das sind geile Messer. Vergesst Midfords Messer. Ja? Midgards mit Medford. Ne? Also die sind schon in Amerika. Ist Midgards ein richtig fetter, großer Name. Nur was in Deutschland ist, das ist der, ja, der Prophet ist, dessen Wort ist kein, ist nichts wert in Deutschland. Das, außer man heißt vielleicht, Dietmar Polen macht für Rembo Messer, aber es würde mich nicht wundern, wenn es noch irgendwann mal einen Rembo-Film gibt. Und der Dirk Hofmeister hat ein Rembo-Messer entworfen. Das wäre geil. Aus der Hofmeisterei. Gehen wir nochmal kurz zurück zu den... Na, jetzt gerade ist das Licht so schön. Dann seht ihr das. Auch hier drin hat er ausgefräst. Den Griffschalen. Um Gewicht zu sparen. Wir haben hier einen Overtravel Stop. Ja? Seht ihr es hier? Hallo. Da. Overtravel Stop. Wie gesagt, davon gibt es so 10 Stück. Und das läuft wie auf Schienen. Ja? Mal gucken, kriege ich so auf? Nee, da ist ja die denn zu stamm. Aber. Wie gesagt, das geht heute noch zurück zu, nee, morgen zum Dirk Wanger. Die Sonderedition kommt übrigens mit so einer Tasche. Ja. Da ist auch der Patch drauf, der ist abnehmbar. Ja, also das Messer kommt im Prinzip so zu euch. Wie gesagt, es gibt nur 10 Stück davon, da würde ich jetzt zugreifen. Weil, wenn zu spät, dann zu spät, ne? Und die hier, die gibt es immer noch nach wie vor beim Dirk auf der Webseite. Das geht auch wieder zurück. Das ist meins, das habe ich mir ehrlich erworben. Das ist gekauft und nicht geschenkt, ne? Hey. Und ich habe auch schon eine stattliche Midgards-Sammlung. Unter anderem auch eines der ersten Messer. Das Corona-Messer. Fuck Corona, da, ja, fuck Corona steht drauf. Und das Messer, was ich an 5 oder 6 von 7 Tagen die Woche mit mir führe, das wird noch reviewed. Das ist das Sigurd Tactical. Das ist taktisch praktisch klug an meinem Rucksack befestigt. Ja, ich überlege, ob ich mir ein zweites hole. Ja, das ist an meinem Vanquest Trident 31. Überleg, ob ich mir noch ein zweites kaufe für das. Aber anodisiert wäre geil. Für den Vanquest Trident 20. Ja? Mit dem Ulti-Clip befestigt am Schultergurt.
werde ich schon überlegen, ob ich mir dann... kannst du natürlich easy peasy abnehmen und dann auch in der Hosentasche tragen. Ja, aber bleiben wir nochmal bei dem hier. Aber das Video kommt demnächst noch. Ja. Ich übe damit noch schnelles Ziehen. Ja. Auch über Kopf. Und jedes Mal, wenn ich denke, ich habe bei Midgards schon alles gesehen, haut er immer noch irgendwas raus, ist bei uns Kugel gelagert. Ja. Rastet satt ein und trotz Framelocks zentriert. Also wenn du es hier in der Tasche raus, in der Tasche drin hast, ich weiß nicht warum, es liegt wahrscheinlich an dem Look and Feel, dass man denkt, hier müsste eigentlich ein schweres Gewicht drin sein. Ist es aber nicht. Das fühlt sich dann richtig easy peasy an. Ich könnte mir vorstellen, dass hier noch ganz locker Platz für einen schönen Titan-Kugelschreiber ist. Ich habe ja noch von Midgards den Tactical Pen. Quasi so. Noch hier bei der Sonderedition Wanger. Ja. Alles Sahne gearbeitet. Clip ist stramm, aber nicht zu stramm. Ihr könnt den schon, könnt das Messer schon in der Hosentasche tragen. Da guckt halt so viel raus. Das ist aber euer persönliches Wohlbefinden. Wahnsinn. Midgards muss man einfach lieben. Geht einfach nicht anders. Also, ist bei mir so. Ne? Und ich sag mal, ganz ehrlich gesagt, ich werde das hier, ich muss mir das kaufen. Ich muss das haben. Ich muss. Ich fühle da innere Zwänge, wisst ihr? Ich wache jetzt, wo ich weiß, ich muss es wieder zurückschicken. Ich wache dann schweißgebadet auf und denke, nein! Valhalla! volle 10 von 10 Punkte. Ja, 1, 2 und 3. Ja, volle 10 von 10. Auch wenn der Clip nicht umsetzbar ist, ist es mir furchtsegal. Ja. So, ich sag, wir gehen mal out of the tabletop, ja, und Verabschiedung. Ach ja, Mensch, das habe ich ja ganz vergessen. Seht ihr das hier? Ja, das ist nicht verschliffen, sondern es ist einfach so, dass wenn das Messer geöffnet wird, ja, der Lock, ne, der Frame Lock, zwar noch rüber wandern kann, aber ab da dann nicht mehr, weil das ist nicht angeschrägt, sondern es ist mit einer leichten Kurve versehen. Also da ist überhaupt kein Vertun. Das wird niemals rüberwandern. Das geht gar nicht. Das ist einfach technisch unmöglich. Ja. Das wollte ich noch mal ganz kurz gezeigt haben, falls jemand bei den Bildern sagt, da stimmt was nicht. Da stimmt was sehr wohl, weil das war Absicht. Yes. Messer aus der Hofmeisterei. Geil. Yeehaw. So, das war den Little Tank. Was soll ich sagen? Full House. Volle Punktzahl. Ja? Was soll ich machen? Ich bin halt Midgards-Fan. Fanboy, meinetwegen. Ja? Alright. Link packe ich euch in die Beschreibung. Ich sag wie immer, tschüss Mario, schwenkt die Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp, euer Waldmeister. Jetzt hätte ich fast gesagt, euer Hofmeister. Oh, schönes Wochenende. Und Applaus, Applaus, Applaus.